Moin diesmal aus Mainz. Ich bin Yannick Schwalbe, Produktmanager UC von Kern & Stelli. Moin auch von mir. Mein Name ist André Röttinger, Produktmanager für interaktive Lösungen. Und auch von mir nochmal ein herzlich willkommen. Mein Name ist Michelle Sand aus dem Produktmanagement UC. Wir wollen euch heute mal mitnehmen und euch zeigen, was der Medialog 2023 ist und was er ausmacht. Los geht's. Riesig hier drin. Und wenn mich meine Fakten sogar nicht täuschen, das hier ist eine Fläche von 4.300 Quadratmeter, voll mit Ausstellern und sogar über 600 angemeldeten Besuchern. Wir sind gerade hier nochmal eine Stunde nach Öffnung des Medialogs und es ist wirklich schon rappelvoll. Aber eben auch das persönliche Zusammenkommen. Es ist eben nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel auf der ISE, wo man so eine riesen Reizüberflutung hat. Der persönliche Austausch steht eben hier wirklich echt im Fokus. Am meisten habe ich mich darauf gefreut, eigentlich die Kollegen, Kolleginnen und die Hersteller und Partner wieder zu treffen. Es ist eigentlich immer wie eine große Klassenfahrt. Ne? Man fühlt sich wie zu Hause, es ist wirklich, man hat tolle Gespräche. Worauf ich mich am meisten gefreut habe, ist eigentlich das, ich telefoniere ständig mit den Leuten. Ja. Von Herstellern und von sämtlichen Mitarbeitern von Kern & Stelli und ich kenne niemanden. Es sind immer so ewige Mailverkehrs und man denkt sich, okay, wer ist das jetzt in echt? Und das finde ich jetzt am besten, weil ich teilweise voll überrascht bin, wie die Leute in echt ausschauen. Das ist mittlerweile ein richtig, richtig cooler Branchentreff. Man sieht ja auch, was hier los ist. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Alle Hersteller einfach da sind und auch alle, die sehr gängig am Markt sind. Ja. Und alle, die man halt auch braucht. Also man hat quasi jetzt alles bei der Hand. Ja. Und kann sich in kürzester Zeit auch komplett informieren. Also das finde ich super. Oh.